Das Thema Kräuter ist natürlich auch wichtig hier im Haus. Wir bauen ja selbst im Garten in Hochbeeten Kräuter an, verwenden die klassisch auch in der Küche, aber nicht nur da, sondern wir haben Workshops regelmäßig, wo wir mit Kräutern, mit den Gästen eigene Naturkosmetika herstellen. Das sind Workshops, in denen zum Beispiel Bechsalbe oder Lippenbalsam hergestellt wird. Das ist natürlich ein toller Einblick, wie sowas funktioniert. Das sind alte Hausmittel, die früher auf dem Bauernhof verwendet wurden. Und das machen unsere Gäste mit unseren Mitarbeitern und haben dann als Goodie dann natürlich auch ein, zwei Dosen Pechsalbe zum Beispiel. Das ist das Fichtenpech. Das ist härter, das ist fester, das sammelt man beim Bauern direkt. Wenn man den Runde kommt das heraus und dann sammelt man sich das. Das macht auch nichts, dass da ein bisschen Schmutz drinnen ist oder einfach ein bisschen Rinde. Wir gießen das nachher, wir filtern das nachher durch ein Tuch. Filter das jetzt einfach. Also wenn wir ja doch ein paar Stücke Holz oder so dabei, aber einfach ein bisschen Schmutz und das kommt jetzt einfach.